Es ist gut, dass wir jetzt auf der Grundlage des Gesetzentwurfs endlich in die Beratungen gehen. Wir haben seit langem gesagt, dass wir die Schutzlücken bei der Vergewaltigung dringend schließen müssen. Dafür ist das auch eine Grundlage. Aber es ist auch klar, dass einiges fehlt. Zum Beispiel brauchen wir noch eine Regelung für das Grabschen. Und wir müssen auch sehen, ob die Regelung, die jetzt vorgelegt ist, der Istanbul-Konvention entspricht, ob sie wirklich berücksichtigt, dass sich niemand über den Willen des anderen hinwegsetzen darf. Nein heißt Nein.